Audiodateien, die du in PowerPoint eingebettet hast, kannst du auch nach dem Einfügen noch bearbeiten. So kannst du den Sound bei der Wiedergabe ein- oder ausblenden. Dazu musst du zuerst die Audiodatei mit einem Mausklick auf den Audioplayer auswählen. Jetzt kannst du oben das kontextbezogene Register Wiedergabe mit einem Klick öffnen. In der Gruppe Bearbeiten kannst du nun unter Einblenden angeben, wie lange das Einblenden dauern soll. Unter Ausblenden kannst du das gleiche für das Ausblenden einstellen. Jetzt wird der Ton ein- bzw. ausgeblendet, wenn du ihn auf der Folie startest.